Ich werde nie wieder irgendwas farmen, ey. Never ever again. Ich werde das in Zukunft nur noch über Villager machen. Das ist ja super geil. Hallo, hallo? Ja, hallo. Hallo, Chris, ja? Twitch geht doch bei dir. Weird. Ah, oh, vielleicht bist du der Grund, warum das nicht geht. Vielleicht haben wir den Fehler gefunden. Maybe wir haben den Fehler gefunden. Maybe, maybe, maybe. Maybe, 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 maybe. So. Ja, die Kartoffeln werde ich jetzt bei dem Villager leider gerade nicht los. Und Karotten habe ich jetzt auch keine mehr. Das ärgerlich. Veritsch ärgerlich. Dann hoffen wir mal wieder auf Eisen. Alter, ich habe jetzt einen Zugriff auf unendlich Lapislazuli. Ich habe einen Zugriff auf unendlich Redstone. Ich habe einen Zugriff auf unendlich Enderperlen. Also, excuse me, aber wie geil. Game bester Freund, ja, ich sag dir das. Auf jeden Fall. Step Dan ist einfach mein bester Freund. Mein bestester. So, einfach mal 23 Enderperlen, Alter. Wie viel Erfahrung bekomme ich ja so ein Fläschchen eigentlich? Nicht viel. Das lohnt sich also fast nicht. Schade. So, wir machen mal noch einen Bogen.
Ja, natürlich, Dennis, habe ich Blaze Rods. Stärke 4. Also ich bastel mir langsam meinen Bogen zusammen. Eine Endertruhe, wie macht man die denn? Endertruhe. Naja, dafür brauche ich wahrscheinlich erstmal ein Enderauge, ne? Ah, die Blaze Rods habe ich beim Dings. Ah ne, warte mal, wisst ihr was? Ja, Obsidian und ein Enderauge wahrscheinlich, ne? Interesting. That's fucking interesting. Ja, genau. Funktioniert noch wie früher. Funktioniert noch wie früher. Ein portables Lager, wenn man so will. Junge, geh weg hier. Du hast hier nichts zu suchen. Geh weg. Psst, Kusch. Oh. Wir brauchen noch mal ganz kurz ein bisschen Eisen. La 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 la. Jetzt baust du dir den zweiten und hast immer deine Schätze dabei. Oh, das stimmt. Einen als Lager hier zu Hause stehen und eine, die ich immer mitnehme. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Nur mal so eine Frage, ne? Ja, ich hab Behutsamkeit. Wenn ich... Das ist jetzt nur eine fixe Idee, ne? Einen Itemfilter mache. Wo der Mond zerstört wird und das Eisen gesammelt wird. Kann ich das in eine Enderchest laufen lassen? Geht das? Das ist eine Frage. Ah, okay. Hopper in eine Enderchest geht nicht. Schade. Schade. Das wäre zu geil. Das wäre einfach zu geil. Das wäre wirklich einfach zu geil. Lieber noch ein paar Enderperlen. Null. Meines Wissens nach null. Also halt eins, glaube ich. Also ich will jetzt nicht, dass es im Nether negativ wird, wie im wie in der Overworld jetzt mittlerweile. Haltbarkeit 3. Alter, echt nichts, ey.
Ja, Haltbarkeit 3 kannst du auch nicht mal stacken, Alter. Ja, das ist doch jetzt scheiße. Das ist doch jetzt richtig kacke gerade. Ich krieg einfach nicht den Trade, den ich brauche. Und das ist nicht gut. Aber was wir mal ganz kurz machen können, wir gucken mal, in welche Richtung hier... In die Richtung ist ein Endportal, okay. In diese Richtung, das ist Richtung West, West, Südwest. Okay. Also irgendwo hier. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, was mit dem ist. What the fuck? Ich kann jetzt halt auch die ganzen automatischen Farmen schon bauen gerade, aber ich spare ich mir jetzt alles mal, bis ich nicht den Enddrachen gekillt habe. Ganz einfache Geschichte. Auch dann baue ich mir erst eine TNT-Farm und den ganzen Scheiß. Vorher lohnt das alles nicht. Goldhelm. Diamantaxt mit Effizienz. Ja, noch ganz gerne, ehrlich gesagt, eine Axt mit Glück, eine Hacke mit Glück. Machen wir einen Stack davon. Können natürlich noch Tränke machen und so weiter. Das wäre jetzt natürlich auch noch ein Ding. Wieso resetten sich deine Trades eigentlich nicht, sag mal? Das erklär mir mal einer. Eine schöne Scheiße. Ja, gut. Goldhelm mit Mending.
Vor allem, der hat nur Feuerschutz 2, ne? Naja, gut. Oh! Mein Amboss ist kaputt. Ah ja. Moment, wir bauen uns einen neuen. Das habe ich auch noch nicht erlebt, dass ein Amboss kaputt geht. Holy fuck, da sieht man mal, wie viel ich Endgame gespielt habe. Nämlich nicht so viel. Sag mal, was für ein Trading Villager habe ich denn noch nicht? Was fehlt mir denn noch? Was für ein Trading Villager fehlt mir denn noch eigentlich? Ich habe das Gefühl, mir fehlt noch einer. So, Zucker. Es gibt 13 verschiedene, okay. Magma-Creme. Redstone. Noch Wassereimer. Beziehungsweise Gläser brauchen wir dann auch noch. So, wenn ich dich hier waterlogge, ne? Soll eigentlich gehen. Okay. Magma-Creme, Spinnenaugen, Zucker, Redstone, halben Stack. So viele Kartoffeln, ne? Okay, ich bereite übrigens gerade einfach vor, dass wir den Enderdrachen machen gleich, ne? Nur, falls ihr euch wundert, was zum Fick ich hier gerade mache. Ich möchte unseren... No Bernie, no Ouchie. Ja, Fallschaden hätte ich ganz gerne noch. Also irgendwie Federfall. Oder mache ich mir noch einen... Oder mache ich mir noch ein paar... Ich sollte mir noch ein paar Bibliothekare machen, ne? Damit ich wirklich, wirklich die Verzauberung habe, die ich brauche. Ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen Overkill, aber ich bin jetzt schon zweimal von 29, 28 Mal am Enderdrachen gestorben. Also möchte ich ungern wieder daran sterben. Macht jetzt einen seltsamen Trank. Einen seltsamen Trank.
Und wie war das jetzt noch? Wie braucht man denn nochmal? Mit Redstone verlängere ich nachher die Wirkung. Ich brauche Magma-Creme ist Feuerschutz. Zucker. Fermentierte Spinnenauge, dafür brauche ich das Zucker. Den Zucker, wie auch immer. Fuck it, ist mir egal. Ich muss mir mal ganz kurz die Dinge raussuchen. Minecraft, Tränke, Brauen. Gasträne? Regeneration, achso, Melon, Direktheilung, Nachtsicht, Sprungkraft, Stärke, Feueressenz, sanfter Fall, Phantom, ich habe keine Phantome heute. Spinnenauge, Vergiftung, Zuckergeschwindigkeit. Seltsamer Trank, ne, so, warte. So, Heilung, Langsamkeit, Nachtsicht, Regeneration. Das macht Geschwindigkeit. Was? Trank der Langsamkeit plus fermentierte Spinnenauge, okay. Trank der Nachtsicht macht goldene Karotte. Regeneration Gasträne, sanfter Fall Phantomhaut. Trank der Schnelligkeit. Trank der Schnelligkeit, erhöht die Gehgeschwindigkeit, Springgeschwindigkeit und Sprungweite. Trank der Schwäche. Sprungkraft, Lohn statt Stärkung. 1,5 Herzen Schaden zu allen Angriffen mit oder ohne Waffe hinzu. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt, ein Stärketrank. Unsichtbarkeit wäre auch krass. Das Ding habe ich gesucht, okay. Das Ding habe ich. Achso, ein Pilz. Ich habe keine Pilze, scheiße. Ich habe keine Pilze. Oh, Magma-Creme kann man selber machen. Das habe ich, glaube ich, mir letztens auch schon, mich schon gewundert. Okay, seltsamer Trank. Spinnenauge, Trank der Vergiftung. Nee, Spinnenauge wollen wir nicht. Wir wollen, wenn dann. Wenn dann. Trank der Stärke. 2 Herzen Schaden, also 1,5 Herzen Schaden plus für 8 Minuten. Also Lohnstaub und Redstone. Zucker und Redstone. Zucker und Redstone, Lohnstaub und Redstone. Goldene Karotte und Redstone. Obwohl, Trank der Nachtsicht, Trank der Unsichtbarkeit. Da würde ich doch sonst lieber goldene Karotte, fermentierte Spinnenauge, wenn ich irgendwo einen Pilz finde. Ja, Phantomhaut wäre natürlich geil. Phantomhaut, dafür müssen wir jetzt irgendwie die Nacht mal wach bleiben. Bis Phantome kommen. Ja, dann bleiben wir die Nacht mal wach und gucken mal, was passiert. Brauen wir doch mal ein bisschen. Okay, Zucker. Das dürfte jetzt ja Trank der Schnelligkeit werden. In der Theorie. Jo. Und dann noch ein Redstone rein. Hier haben wir dann Trank der Schnelligkeit 20%, 8 Minuten. Thank you.
Noch mal ganz kurz. Das Glas wollte ich holen, genau. Das Glas wollte ich haben. Oh, hi, Mr. Enderman. Ich hab meinen Tisch vergessen. So geht das ja nicht, ne? Ja. Das ist natürlich eine schöne Scheiße. Mal drei reinpacken, brauche ich nur eine. So, dann den und dann Redstone. So, Schnelligkeit haben wir damit. Kann ich eigentlich, warte mal, ich frage mich immer gerade was, ne? Sehe nur leider keine Mobs. Viel zu kurz. Viel zu hoch. Na egal. Versuch war es wert, okay? Ich wollte es mal probieren. So. Ich wollte es mal testen. Darf man ja wohl noch, oder? Wieso kommt mir das eigentlich so vor, als wäre das heute schon viel später? Es ist erst kurz vor 10. Ich habe das Gefühl, es wäre schon 23 Uhr. So, Trank der Stärke. Okay, Trank der Stärke haben wir damit auch. Feuerresistenz brauche ich eigentlich nicht im Nether, im End. Was brauchen wir denn noch? Wollen wir mal ganz kurz in unseren Dings gucken hier. Goldene Karotte wäre natürlich noch gut, ne? Nachtsicht. Goldene Karotte mit Nachtsicht wäre noch richtig gut. Ich weiß, dass ich mir goldene Karotten kaufen kann. Mein Problem sind die Pilze. Ich habe keine Pilze. Weil ich würde dann gerne auch direkt einen Trank der Unsichtbarkeit machen. Das ist so das Ding, was ich gerade noch mir denke. Der Golem so, get wrecked! Das ist nicht dein Ernst, Junge, oder? Ich will das Skelett killen und der Golem so, nope.
hat der Schaden gemacht? Der Bruder drückt ordentlich, der drückt richtig ordentlich. Oh, oh. Jetzt haben wir ein Problem. Okay, doch nicht so ein großes Problem. Kommen hier einfach drei von den kleinen Scheißern an, was soll denn das? Ausleuchten! Ja. Das sollte ich vielleicht mal tun, das ist wohl korrekt. Das ist wohl korrekt, Step Dennis. Aber ich merke an deiner Reaktion, du willst nicht mehr, dass ich verliere, du willst mittlerweile, dass ich gewinne. Das finde ich sehr lieb von dir übrigens. Der Einzige, der hier will, dass ich gewinne.